Florian Wirtz hat dieses Jahr 8 verschiedene Karten in FC24 bekommen. Und ich werde heute jede dieser Karten testen und mit ihnen knifflige Challenges erledigen. Tschüss. Den Anfang machen wir dabei mit der normalen 85er-Karte von Wirtz, die, wie ihr sehen könnt, aber von einem schlechten Bronze- und Silberteam umgeben ist. Und weil Wirtz sich auch noch anhört wie Witz, haben die Spiele auch noch so lustige Namen wie Lungwitz, Lachmann, Witzig oder Gammelgard. Aber für jede Challenge, die Florian Wirtz schafft, gibt's nicht nur ein Upgrade für seine Karte, sondern auch für seine Teamkollegen. Der Haken an der Sache, die Challenges starten leicht, werden aber immer schwieriger. Für Challenge Nummer 1 muss Flo Wirtz jetzt aber erstmal nur ein Tor schießen. Perfekt, und die erste Aktion von Wirtz ist, dass er hier einfach mal auf die Fresse fliegt. Und in dem Team muss Florian Wirtz alles alleine regeln, mit dem Solo. Komm, Finesse von da draußen, einfach mal abschließen! Provid Latin. Bisher ist er öfter auf dem Boden, als er auch irgendwie in der Nähe des Tors. Aber jetzt Wirtz, gutes Dribbling, ruhig bleiben! Wie geht der nicht rein, Bruder? Wenn hier was gehen soll, muss es Florian Wirtz einfach selber machen. Jetzt vielleicht mit der Ballrolle. Na, komm, er geht einfach nur wieder fliegen. Aber jetzt ist Wirtzinger Flo entwischt. Komm, Floco, oh, der macht dir die Skills. Aber wohin? Wohin denn, Junge? Komm, bleib dran, Dribbling. Nein. Aber jetzt der Ball durch auf Wirtz, das Tor kann nicht so schwer sein. Komm, yes, da ist es endlich. Florian Wirtz jubelt und das heißt, es wird Zeit für das erste Upgrade. Einerseits ersetzt diese 86er Special Card den normalen Florian Wirtz. Und andererseits gucken wir, dass im Sturm die Post abgeht. Oder die Postel, der geht jetzt mal weg. Und wird vom 92er Timo Werner ersetzt. Mein Name ist Timo Werner. Und weil die 86er Wirtz-Karte ja eine UEFA Euro 2024 Karte ist, hat seine Challenge auch mit der Euro 2024 zu tun. Er wird jetzt nämlich kurzerhand zum Deutschland-Kapitän gemacht und muss in der Gruppe mit Schottland, Ungarn und der Schweiz die perfekte Gruppenphase spielen. Das ist aber nur der erste Teil seiner Challenge. Für Teil 2 muss er in einem Spiel mindestens 3 Torbeteiligungen schaffen. Gucken wir aber vorher, wie es in der EM aussieht gegen Schottland. 1-1. Wirtz hat wenigstens getroffen, aber da müssen wir nochmal starten. Versuch Nummer 2 gegen Schottland. Junge, jetzt gibt's sogar eine Niederlage. Was ist los? Aber alle guten Dinge sind bekanntlich 3 und endlich gibt's den 2-1-Sieg. Der erste Schritt ist getan. Gegen Ungarn im zweiten Schritt wieder ein 2-1. Ganz wichtig. Damit 2 Spiele, 2 Siege. Die perfekte Gruppenphase ist weiter möglich. Ob's gelingt, entscheidet sich am letzten Gruppenspieltag. Wird die Schweiz zum Spielverderber antworten? Nein, Havertz Gündogan. 2-0. Fü, 3 Spiele, 3 Siege, 9 Punkte. Perfekte Gruppenphase. Check. Im Achtelfinale wird's laut Turnierbaum gegen Serbien gehen, aber dazu später mehr. Davor muss der 86er Flo Wirtz aber jetzt erstmal noch 3 Torbeteiligungen in einem Spiel sammeln. Und der Wirtz, der wird hier direkt mal angespielt. Kann er direkt das Tor machen? Nach einer Minute 43. Speedstar. Batsch, und den Ball schießt er direkt nochmal rein. Aber zählt natürlich nicht als zweites Tor. Das wird so schön. Ja, das ist richtig. Die Karte ist so wuselig. Guckt euch das Dribbling an. Das ist überragend. Ist doch nicht so gut. Aber Freunde, kurzes Update. Offensiv hat sich seit dem Tor nicht mehr viel getan. Dafür haben wir 4 Tore kassiert. Und mein Gegner sogar vor dem leeren Tor verschossen. Es ist ganz wild. Braucht schon langsam echt wieder mal ein Erfolgserlebnis. Jetzt wird's vielleicht. Guter Pass durch auf Gammelgard. Der muss aber auch abschließen. Nein! Schädlich. Wo ist er? Wo ist er, der Wirtz? Da ist er, der Wirtz! Da ist er, der Wirtz! Zweites Tor! Come on! Das ist gut! Ja, und wir feiern das mal. So, jetzt haben wir die Riesenmöglichkeit. Florian Wirtz spielt den nochmal rüber auf Timo Werner. Mach es! Jawohl, er holt sich auch seinen Assist ab. 3 Torbeteiligungen. Check. Yep, hier die Bestätigung. 2 Tore, 1 Assist, 9,3. Bester Mann auf dem Platz. Und seine Karten werden von nun an nur noch besser. Als nächstes seine 87er Spieler des Monatskarte der Bundesliga. Ja, wenn man sich das so anguckt, sieht man schon sehr, sehr brauchbare Stats. Außerdem mussten wir uns von den Kollegen Jankewitz und Witzig verabschieden. Und neu im Team ist einerseits Juliane Wirtz, die Schwester von Flo Wirtz. Und weil auch ein unfassbares junges Talent ist, der 98er Petri. Huch, und der Teamname muss natürlich jetzt auch noch geändert werden von 86er Kartoffel auf 87er Kartoffel. Normale Kartoffeln. Und die Challenge für die 87er Kartoffel, Florian Wirtz, lautet: Erziele ein Finesse-Shot-Tor von außerhalb des Strafraums. Freunde, ich muss direkt mal in eine gute Schussposition kommen. Florian Wirtz mit links, Finesse. Oh, der war mies. Und um es noch spannender zu machen, sollte mein Gegner ein Tor erzielen, bevor ich ein Tor erzielt habe, muss ich diese ultrascharfen Ramen-Noodles essen. Aber wieder ist Wirtz durch. Ganz, ganz freie Schussbahn. Besser wird's nicht. Aber Wirtz ist nicht gut genug. Aber wo ist er, der Wirtz? Komm, 2, 3 Übersteiger. Gute Schussposition sichern. Am besten. Oh mein Gott, ich dribbel zu viel. Aber Ball ist immer noch. Komm, heiß. Gut. Ich beschwere mich nicht. Das Tor ist nämlich da. Hier sah es kurzzeitig gar nicht gut aus. Flo Wirtz war schon am Boden, aber ist dran geblieben. Und mit dem schwachen Linken. Rabaut. Ein herzliches Dankeschön an den 87er Flo Wirtz. Und herzlich willkommen im Team der 88er Bundesliga Flo Wirtz.
Upgrades. Und fürs Upgrade sagen wir Ciao zum 48er Egel und holen mit Kevin Danso den österreichischen Hulk. Ohne Spaß, 92 Tempo mit 99 Physis auf 1,90 Meter Körpergröße. Das sollte verboten werden. Was soll denn das? Die vierte Challenge ist für Wirtz jetzt wieder eine Doppel-Challenge. Einerseits muss er ein Tor per Elfmeter erzielen und andererseits Leverkusen zum Europa-League-Sieg führen. Und Florian Wirtz bekommt seine Chance gegen Bayern, legt sich den Ball auf den Punkt. Er ist nicht der beste Schütze, Manuel Neuer ein guter Torwart, aber wenn wir mit Volldampf nach rechts gehen, dann haben wir gute Chancen. Wirtz, Elfmeter-Tor, erledigt. Jetzt aber voller Fokus auf die Euroleague-Gruppenphase gegen Farense, Molde FK und BK Hecken. Das ist ja eine NPC-Gruppe hoch 10. Yep, und gegen Farense gibt's auch den ersten Kantersieg. Puh, aber gegen Hecken ist es Last Minute Andrich, der den Sieg sichert. Das 3-1 gegen Molde war dann aber wieder solide. Nach der Hälfte der Gruppenphase läuft's in der Europa League, aber man hat jedes Mal ein Gegentor bekommen. Captain Flo Wirtz gibt das mal an die Mannschaft weiter. Es muss besser werden. Na also bitte gebt doch 1-0-Sieg. Erstmal zu 0 gespielt. Ah, und gegen Farense unentschieden. Keine perfekte Gruppenphase. Hü, dafür zum Abschluss ein 3-0-Sieg. Damit ist man natürlich souveräner Gruppenerster geworden. Im Achtelfinale wartet mit Benfica, aber trotzdem ein Brett. Aber ist egal, Kapitän Florian Wirtz hat alles im Griff. Oder Flo, zeig's allen gegen Benfica. Hinspiel 3-1-Sieg, das ist stark. Da kann im Rückspiel jetzt eigentlich nichts mehr anbrennen. 3-3, oh mein Gott, es ging in die Verlängerung. 1-3 haben wir sogar verloren, aber Boniface und Frimpong retten uns hier. War sicher nicht perfekt, aber nur der Sieg zählt. Im Viertelfinale wartet aber mit der Roma der nächste Banger. Dieses Mal Hinspiel zu Hause. Gute Ausgangsposition, Hofmann und Wirtz. Come on. 2-1 ist aber ein extrem gefährliches Ergebnis. Da müssen wir im Rückspiel wieder alles reinwerfen, Jungs. 3-3. Rettet uns schon wieder in der Verlängerung, Wirtz und Boniface. Und GG Florian Wirtz, der Kerl ist bislang auch bester Vorlagengeber in der Europa League. Und dass im Halbfinale jetzt ein Kracher wartet, das war fast klar. RB Leipzig und darunter Liverpool und Sporting. Der Fokus gewinnt, gelingt dem Heim... Ich kann nicht mehr sprechen, Freunde. Der Fokus gilt dem Heimspiel gegen die Bullen, wollte ich sagen. Wirtz spät mit dem Tor, aber auch Openda unentschieden. Vamos Wirtz jetzt im Rückspiel. Bitte zeigt den Dosen, wo der Hammer hängt. 3-1, Hofmann, Andrich und Grimaldo. Wirtz zwar nicht getroffen, egal. Oh mein Gott, und Sporting hat Liverpool 3-2 besiegt. Und das bedeutet, das Finale ist tatsächlich gegen Sporting... gegen Liverpool. Ah, die hatten das Hinspiel gewonnen. Alles klar. Und jetzt beide Daumen gedrückt halt, Männer. Das Traumfinale. Oh mein Gott, und Xhaka ist ausgerechnet rot gesperrt. Völlig egal, da muss es sein Ersatzmann regeln. Leverkusen macht's in der Verlängerung. Boniface doppelt 4-2. Was eine Europa League-Saison. GG Florian Wirtz, dank ihm gewinnt Leverkusen endlich die Europa League. Und auch die Challenge hat er abgehakt. Und das bedeutet natürlich, er kann Platz machen für eine bessere Wirtskarte. Beziehungsweise im nächsten Fall sogar zwei bessere Wirtskarten. Denn der hat einerseits eine 89er Spieler des Monats Karte und andererseits die 89er Dynasties Karte. Und damit es nicht immer eine rote Karte ist, kommt jetzt mal die Dynasties Karte bei mir rein. Und natürlich gibt's für die letzte Challenge auch noch zwei Upgrades. Einmal den 93er Harry Kane für den Sturm und einmal Theate als Linksverteidiger. Ah, Freunde, und ich habe schon wieder vergessen, das auf 89er Kartoffel zu ändern. Ihr müsst mir das doch sagen. Okay. Und für die zwei 89er Karten von Wirtz gibt's auch wieder zwei Challenges. Mit der ersten Karte muss ich einen Hattrick erzielen und mit der zweiten Karte muss ich Leverkusen zum Bundesligameister machen. Boah, und der Gegner hat einen 98er Ronaldinho, aber noch viel schlimmer, einen 95er Maguire in der Innenverteidigung. Aber ich habe Dribbelkönig Florian Wirtz, der geht hier mal durch alle durch. Gegner hat schon eine Pause angemeldet, der weiß genau, was passiert. Ah, oh, Wirtz macht den doch, Maguire, dieser Sack. Oh, der Gegner jetzt mit Ronaldinho. Ja gut, das war klar, dass der den trifft. Aber Wirtz, jetzt ist er durch. Komm, mach dein erstes Tor. Gut. Schlecht. Oh Freunde, ich glaube, mein Gegner ist gerade nicht am Controller. Der ist AFK. Wirtz. Oh, macht es trotzdem nicht. Komm, so ein Geschenk muss man nützen, Wirtz. Ah, jetzt ist mein Gegner wieder da. Mist. Aber ist egal, Wirtz drückt ihm jetzt trotzdem einen rein. Wirtz drückt ihm den Trivela rein. Erstes Golazo. Und Juliane Wirtz mit dem Superpass auf Florian Wirtz. Der ist nicht im Abseits. Lauf um dein Leben, Junge. Lauf, der Keeper kommt. Der Keeper kommt, aber der Rabona-Schuss. Den wollte ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe ein bisschen Panik bekommen. Denn hier habe ich erst realisiert, der Keeper kommt und dann ist es der Rabona. Ja, ja, der hat genug Schmack. Spiel gedreht und damit fehlt nur noch ein Tor zum Hattrick. Gegner ist hinten weit offen. Wirtzinger Flo, komm, mach es selber, Junge. Du musst es ja auch selber machen. Lupfen! Oh, zu lang gewartet. Oh, Petri, was hat der für ein Auge für Wirtz? Der lupft ihn, lupft ihn. Nein! Aber wir sind hier nah dran, Amigos. Florian Wirtz ist wieder in der Kugel. Florian Wirtz, komm, Powershot. Komm. Oh, wieder dieser blöde Maguire.
Das ist Wirtz, aber das ist die falsche Wirtz. Wo ist er? Wo ist er, der Florian? Wo ist er, der Florian? Da ist er, der Florian. Da ist er, der Florian. Komm, schießen, schießen. Ja, mit ihm in den Pfosten. Hattrick. Let's go. Und Real Talk, Freunde, da hat er sich eingedreht, zack, einmal umgedreht und mit ihm in den Pfosten. Das ist technisch brillant. Mit 3 Toren und einer 9,6 ist er natürlich auch in dem Spiel Man of the Match. Und der Bundesliga 89er Wirtz muss jetzt nur noch Leverkusen zum Meister machen. Kurzes Zwischenupdate nach der Hälfte der Saison. Leverkusen auf Platz 3, punktgleich mit den Bayern, aber nur 3 Punkte hinter Dortmund. Das ist noch möglich. Flo Wirtz, der könnte aber noch ein bisschen besser performen. 6 Tore, 2 Vorlagen in nur 12 Spielen. Da geht mehr, Junge. Mittlerweile ist die Saison fast durch, Freunde, und es war eine wilde Saison. Unter anderem wurde Naby Keita einmal Spieler des Monats. Aber darum geht's nicht. Es ist 4 Spieltage vor Schluss. Leverkusen auf Platz 3, einen Punkt hinter Dortmund und 2 hinter dem Bayern. Jetzt braucht's in jedem Spiel einen Sieg und gegen Leverkusen, gegen Stuttgart in der 88. Puh. Einziges Problem, Torwart Radetzky ist verletzt. Yes, aber Leverkusen hat einen Platz gut gemacht. 2 Punkte noch hinter dem Bayern. Yes, und gegen Frankfurt folgt der nächste knappe Sieg. Halleluja, und wie geil ist das denn? Bayern hat Punkte liegen lassen. Wir sind einen Punkt Erster. Huch, wir haben es jetzt in der eigenen Hand. 2 Spiele noch. Wir müssen einfach nur gewinnen. Komm schon, Captain Wirtz, auch wenn es nicht deine beste Saison ist. Jetzt musst du liefern. Jawohl, Bochum, gar keine Probleme. 4-0 Sieg. Yes, und Bayern hat wieder nur 2-2 gegen Wolfsburg gespielt. Das heißt, vor dem letzten Spiel gegen Augsburg sind wir schon 3 Punkte vorn. Ein Unentschieden wird reichen. Freunde, bringt euch schon mal in Feierlaune. Jetzt macht Wirtz Leverkusen zum Meister. Jawohl, 3-1. Und in der 89. trifft er mit der 89er-Karte auch zum Entscheidungstor. Hier nochmal die Bestätigung. Und auch diese Challenge ist erledigt. Damit merci beaucoup an die 89er-Karten von Wirtz. Und wir machen einen wilden Sprung. Boom, zu seiner 96er-Team-of-the-Season-Karte. Die Stats sind jetzt schon Weltklasse. Und natürlich gibt's auch noch 2 Upgrades. Einmal Arda Güler fürs zentrale Mittelfeld. Und dann gibt's auch noch einen Wechsel im Tor. Versteht ihr? Weil der Bronzespieler Wechsel heißt. Naja, egal. Der neue Keeper ist Marc-André Ter Stegen. Und die 96er Torzkarte von Wirtz hat 93 Schießen mit 95 Abschluss. Und das ist in der vorletzten Challenge wichtig. Denn er muss jetzt 5 Tore oder mehr in einem Spiel schießen. Davor wollte ich da noch den Teamnamen von 89er auf 96er Kartoffel ändern. Aber, Freunde, das ist ein zensiertes Wort. Alles klar. Macht keinen Sinn. Ja, perfekt. Und die 5 Tore soll er gegen eine Fünferkette schießen. Aber von mir aus kein Problem. Von Wirtz seiner Sicht aus auch kein Problem. Erster Schuss geht nicht rein. Alles immer noch heiß. Wirtz, Wirtz, Wirtz. Jawohl, erstes Tor nach 5 Minuten. Bueno starto. Ja, na, mit dem guten Auge für Florian Wirtz. Macht das zweite, Junge. Oh, Winkel wird schwierig. Winkel wird schwierig, aber er macht ihn trotzdem. 10 Minuten. Wir sind auf einem super Weg. Ja, oder auch nicht. Der Gegner mit dem Rage Quit. Und weil erst 10 Minuten gespielt waren, hat Wirtz im nächsten Spiel nochmal 80 Minuten Zeit für die fehlenden 3 Tore. Wenn Harry Kane den durchsteckt, hat er direkt wieder die erste Chance. 3 Minuten. Die Karte ist schon wieder so bombastisch. Bislang war jeder Schuss aufs Tor auch ein Treffer. Wirtz, nächste Aktion. Foulspiel. 11 Meter. Und die übernimmt natürlich Florian Wirtz, hat aber nur 82 Elfmeter. Komm, reicht trotzdem. Oben rechts rein ins Glück. Easy peasy. 4 Tore schon. Wow, und dann auch noch einen wilden Backflip-Jubel. Wirtz, komm, jetzt kann er die Chance machen. Jetzt hat er die Chance, das 5. zu machen. Oh, ich verdribbel mich. Ich verdribbel mich. Ich verdribbel mich, Freunde. Das ist wie auf... Ah, Mist. Jetzt aber Florian Wirtz Power. Schott, mach es. Oh mein Gott, wie hat er den? Florian Wirtz, die Übersteiger sind schon mal perfekt. Die Übersteiger sind perfekt. Der Abschluss mit links am Pfosten. Freunde, dieses verflixte 5. Tor jetzt, aber Wirtz, guter Lupfer, der ist drin. Yes, yes, yes. 5 Tore in dem Spiel. Challenge erledigt. Und natürlich war Wirtz wieder bester Mann auf dem Platz. Damit wird es Zeit für das letzte Upgrade von Florian Wirtz. Die heilige 99er Karte. Tja, was soll ich euch sagen, Freunde? Die Karte hat Fußball einfach durchgespielt. Ja. Und das Upgrade für die letzte Challenge bekommt der Rechtsverteidiger, die Legende, Philipp Lahm. Yes, Freunde, und endlich dürfen wir das Team 99er Kartoffel taufen. Und die Challenge für den 99er Wirtz hat es nochmal in sich. Ja. Einerseits muss er ein Freistoßtor erzielen und dann auch noch Deutschland zum Europameistertitel führen. Come on, Wirtz, die volle Konzentration beim ersten Freistoß. 20 Meter. Das ist eine Top-Position. Wenn wir den an der Mauer vorbeischnibbeln können, an die Latte, drin, Tor. Oh mein Gott. Boah, tschüss, Freunde. Guckt auf die Torlinientechnik, wie knapp die Murmel war. Boah, ich habe das noch gar nicht so gesehen. Aber GG Wirtz, das nenne ich dann mal einen perfekt getretenen Freistoß. Und für dieses geile Tor, lasst doch gerne einen Daumen hoch auf diesem Video da. Für mich eine klare 10 von 10, aber wie bewertest du es? Schreib's auch gern unten in die Kommentare. Und am Anfang des Videos haben wir ja schon die perfekte Gruppenphase gespielt. Jetzt geht's weiter gegen Serbien im Achtelfinale. Und da setzt sich Deutschland gerade halt durch. 1-1 und dann im Elfmeterschießen die Nerven bewahrt. Aber das Positive, Wirtz hat getroffen. Und im Viertelfinale gibt's jetzt das Rematch gegen Spanien. Vamos, Männer! Und Deutschland gewinnt das 2-1 dank 2 Toren von Florian Wirtz.
Was ein Tier. Da kann Kukurea so viel Handball spielen, wie er will. Den Wirtsexpress hält niemand auf. Im Halbfinale auch nicht Mbappé mit den Franzosen. Aber das wird unglaublich schwierig. Egal, 2-1 Deutschland steht im EM-Finale. Und der Gegner dort ist komplett wild. Es ist die Ukraine, die im Halbfinale Italien im Elferschießen besiegt haben. Come on, Flo. Holt Deutschland den Titel nach Hause. Rein in dieses Endspiel. Bitte der Sieg für Deutschland. Havertz, Andrich und Gündogan. 3-2 Sieg. Und tatsächlich, Kapitän Florian Wirtz für Deutschland zum Europameistertitel im eigenen Land. Der Goat Harry Maguire kommt noch als Upgrade ins Team und ich habe jetzt mit jeder Florian Wirtz-Karte gespielt. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, habe ich dir hier schon ein anderes Video rausgesucht, das dir auf jeden Fall auch gefallen wird. Also hier klicken und wir sehen uns gleich wieder.